Hallöchen, Freunde. Die Feiertage sind jetzt vorbei, die Weihnachtsfeiertage. Wir sind jetzt zwischen Weihnachten und Neujahr. Und das ist immer eine gute Situation, um mal so in die Retrospektive zu gehen und mal gucken, wie das Jahr so gewesen ist für uns. Ich sag mal gleich vorneweg, es ist ein sehr anstrengendes Jahr gewesen. Für alle, glaube ich, für all unsere Mitarbeiter. Weil wir... Also wir bauen ja unten unsere neue Produktionshalle, aber die ist halt natürlich noch nicht fertig. Und solange die nicht fertig ist und wir aber trotzdem ein erhöhtes Bestellaufkommen haben, müssen wir irgendwie schauen, dass wir halt, dass wir halt klarkommen mit den Platzressourcen, die wir haben. Und das ist nicht immer ganz einfach. Man steht sich viel im Wege und man muss viel draußen auch lagern, in Containern oder in irgendwelchen provisorischen Behelfslösungen. Das ist also sehr, sehr unangenehm für alle Mitarbeiter. Das tut mir sehr leid, aber sie haben alle gut durchgehalten. Es ist ja nun nicht so auf der anderen Seite, als würden wir nichts dagegen unternehmen. Wir versuchen ja alles, was wir können. Wie weit sind wir eigentlich? Also wir haben ja, also als wir dieses Jahr angefangen haben, da haben wir ja die Baugenehmigung überhaupt erstmal bekommen. Und dann stand ja das ganze Dach noch. Es war ja alles, die ganze Scheune stand ja noch. Und wir haben dann überhaupt erstmal angefangen, dieses Jahr das Asbest, die Asbesteindacheindeckung runterzunehmen, den Dachstuhl zu entfernen, haben dann innen drin klar Schiff gemacht, den Beton rausgestemmt, alles beräumt. Das haben wir mit unseren Mitarbeitern gemacht. Da haben wir also kein Bauunternehmen gehabt oder so. Also echt eine geile Truppe. Und dann, und dann ging es halt los, dass wir angefangen haben, auch wieder was aufzubauen. Das ist natürlich ein super geiles Gefühl, wenn man dann so ein Turnaround hat. Weil man vorher reißt man alles ab und reißt alles ein. Und dann gibt es so einen Punkt, wo man sozusagen, das ist so das Minimum, und dann baut man wieder auf. Das ist ein tolles Gefühl. Ja, und dann haben wir jetzt schon die Betonplatte. Wir haben erstmal alles eingerüstet, komplett rundherum. Und dann haben wir die Betonplatte gegossen. Und die ist auch fertig. Die ist geglättet und da sind auch die Heizspiralen drin. Da gab es natürlich ein paar Probleme. Könnt ihr euch ja im Video angucken, wie das gelaufen ist. Ja, also da sind wir jetzt stolz drauf. Wir haben einen großen Schritt gemacht. Jetzt werden wir Anfang Januar eben den Stahl aufstellen. Der ist schon fast fertig gebaut, aber nicht hier, sondern in Bremen bei einer anderen Firma. Der wird dann hier aufgestellt. Genau. Und dann wird eine Zwischendecke eingezogen und dann ist das schon wieder ein richtiges Haus. Wenn da ein Dach drauf ist, dann hat man auch schon wieder Lagerfläche, dann kann man sich ein bisschen ausdehnen. Also wir sind da wirklich sehnsüchtig. Schauen wir in diese Zeit, dass wir da weitermachen können. Ja, ansonsten ist es natürlich irgendwie, merken wir, also bei unserer Eigenbekleidungsmarke haben wir nicht so Probleme. Aber wir haben ja auch Geschäftskunden, die Schuhe verkaufen zum Beispiel oder andere Dinge herstellen. Und da haben wir schon gemerkt, dass andere Unternehmen offensichtlich echt teilweise Probleme haben. Aufgrund von Energiekosten steigen, eine allgemeine Inflation, die steigt, Lebenserhaltungskosten steigen extrem. Naja, und dann halten die Leute ihr Geld zusammen. Ich kann das auch total verstehen. Und wir hoffen aber, dass unsere Partner durchhalten. Die sind natürlich von uns auch irgendwo allerhand verlesen. Die machen tolle Sachen. Deren Produkte oder deren Philosophie entspricht auch unseren Werten. Und wir wünschen denen natürlich Erfolg. Abgesehen jetzt davon, dass das auch für uns ein kommerzielles Interesse ist, wollen wir halt, dass diese Produkte auch echt, ob das nun Wildlingsschuhe sind zum Beispiel oder ob das Ricosta-Schuhe sind, oder ob das der Schlupfsack für das E-Bike-Lastenrad von der Firma Wetterpelle ist. Wünschen wir uns, dass die auf jeden Fall Erfolg haben und hoffentlich im nächsten Jahr gut durchstarten können. Ja, wir haben auch schon ein paar mehr Mitarbeiter jetzt gefunden. Wir haben ja einen großen Aufruf gestartet, weil wir wirklich Probleme hatten. Aber wir haben jetzt eine gute Personaldecke mit echt tollen Leuten zusammengestellt. Und wir hoffen jetzt, dass wir halt auch die Mitarbeiter halten können, bis die Halle fertig ist, weil dann brauchen wir natürlich mehr Leute, dann haben wir mehr Platz, sind wir produktiver, dann können wir uns mehr ausbreiten. Dann gibt es auch eine neue Näherei, wo wir mehr Nähplätze haben. Also dann geht es echt vorwärts. Genau. Ja, Freunde, das dazu. Also zum Rückblick und nach vorne geschaut. Ich wünsche all unseren Kunden oder allen Leuten, die mit uns irgendwie zu tun haben mit der Firma, wünsche ich ein frohes Silvester
fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr und viel Kraft und Energie und vor allen Dingen halt Gesundheit. Wir haben momentan einen riesigen Krankenstand, also zwischen Weihnachten und Neujahr sind wir zu, aber in der letzten Zeit, vor Weihnachten, hatten wir einen unfassbaren Krankenstand. Wir waren hier eigentlich, haben auf halber Flamme gearbeitet. Wir hoffen, dass das im neuen Jahr sich etwas wieder verbessert. Und deswegen wünschen wir auch allen Leuten, die ansonsten mit unserer Firma zu tun haben, viel Gesundheit. Und der Rest ergibt sich von alleine. Macht's gut.